Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 206. Video. Heute geht es in einem ersten Video um den Beginn der Lösungen bezüglich des Proemiums von Vergils aus Vergils Aeneis. Ich hatte ja schon so ein bisschen vorgemacht, den einleitenden Text habe ich vorgelesen. Ich hatte schon vorgemacht, dass man die Satzzeichen zu Strukturierungsübungen benutzt, also schön Abschnitte macht. Ihr seht, wenn ich hier weitermache, ist hier nichts, hier ist auch nichts. Hier ist ein Semikolon. Das ist erstmal ein Punkt zum Aufatmen. Im Prinzip ist das so stark wie ein Punkt. Nicht ganz so stark, deshalb ist es ja ein Strichpunkt, aber da kann man erstmal eine Pause einlegen und auch einen Abschnitt einfügen. Dann geht es weiter, das hatte ich vorgemacht, ein Komma, 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 Komma und dann ist der erster Satz zu Ende. Leider ist das jetzt ein bisschen viel. In einem zweiten Schritt wollen wir uns auch ganz einfache Sachen anschauen, und zwar die Markierung der Hilfen. Ich unterstreiche jetzt einfach mal Alba Longa, ist eine Stadt in Latium. Wo ist Alba Longa? Nirgendwo. Was ist denn jetzt? Alba. Ach ja, Alba Nique, Alba Longa. Also dann sind die Albani Patres, sind die Väter von Alba Longa, oder also die Stadtväter, die Anführer, die Regierung. Dann haben wir Lavinia Littora, die lavinischen Gestade. Ich hoffe, jeder, der sich das anhört, weiß, was ein Gestade ist. Also so eine Uferpromenade, ja, in der noch keine McDonalds-Läden stehen. Also lavinisches Gestade ist das die Uferregion von Lavinium. Ja, mach es doch einfach. Gut. Jetzt wollen wir das aber doch hier, da waren wir. Gut. Also, Lavinia Littora, wo haben wir sie? Hier. Lavinia Littora. Ja, wenn der, ich bin ja immer der Meinung, dass man nicht mit solchen Scheuklappen. Also hier haben wir ein Komma. Komma, und dann seht ihr et Lavinia venit Littora. Ich habe schon tausendmal gesagt, die Kongruenzen sind aufgehoben, also es liegen Sperrungen vor, Hyperbata, die man nur anhand der Endungen, braucht man leider grammatikalisches Wissen zu, wieder zusammenfügen kann. Und der Satz hier oben heißt ganz eindeutig et Lavinia Littora venit, und er kam, und er sie es kam zu den lavinischen Gestaden, oder zum lavinischen Gestade, das. Also schreibe ich sofort hin, und er kam zu den lavinischen Gestaden. Und man freut sich, dass man bei Vergil aus der Aeneis was rausbekommen hat. Das ist schon mal, ja, genial. Dann haben wir Genus Latinum, das latinische Geschlecht. Wo haben wir das? Genus muss ich mal eben gucken. Hier haben wir jetzt Genus Latinum. Wir fragen uns verzweifelt, warum Genus Latinum zusammengehört, und gucken in der Grammatik nach und sehen dann, dass Genus Generis ist Neutrum und machen hier genau das gleiche. Unde, also wir haben hier Komma, Komma, woher das latinische Geschlecht. Woher das latinische Geschlecht? Wie? Woher? Woher das latinische Geschlecht? Fragezeichen. Irgendwie fehlt da was, ja? Fragezeichen. Ich mach mal. Sieht jetzt merkwürdig aus. Albani Patres. Ach, das haben wir hier schon. Albani Patres. Die Väter der Stadt Alba Longa.
Ihr seht, dass ich die Satzzeichen übernehme. Die Väter der Stadt Alba Longa, Komma. So, haben wir. Jetzt gehen wir in einem zweiten Durchlauf durch. Nicht übersetzen. Nicht übersetzen kommt viel später. Und wir versuchen einmal, keine Konkurrenzen zu erkennen. Vielleicht die ein oder andere einfache Stelle zu erkennen und Verben zu erkennen. Also Verben und arma, et virum, cano. Cano, das sieht gut aus, ja. Wir tun jetzt einmal so, als hätten wir das Lexikon dabei, weil wir bei den Verben sind. Und tun so, als könnten wir sofort nachschlagen. Canere heißt singen, also ich singe. Das ist schon mal gut. Wenn jetzt jemand sagt, wieso singt er das, dann muss ich natürlich sagen, das ist wie bei den Minnesängern. Die haben ja ihre Geschichten auch gesungen, vorgetragen. Und im Altertum hat man eben so ein bisschen dichterisch gesagt, ich schreibe jetzt auf oder ich berichte oder lasst mich mal erzählen, sondern ich singe. Warum da jetzt Canere steht und nicht Cantare, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, vertiefte Studien zu betreiben. Also, ich singe, Schrägstrich B, singe, Schrägstrich, wer möchte, berichte nun, ja, über. Komma, Troje qui primus, hört bestimmt zusammen, ja, qui ist quiquequot, qui primus, der als erster, über, der als erster, wissen wir sofort, schreiben wir sofort runter, was man hat, das hat man, der als erster, Italiam, Fato pro vocus, et Lavinia venit. Oh, das wissen wir. Der als erster. Wohin? Nach Italien. Der als erster. Nach Italien. Komma. Vater Profugus wissen wir. Und zu den lavinischen Gestaden kam. Dann kommt das ein Komma, das setze ich hier jetzt schon mal, das ist dieses Komma hinter Litora. Gehen wir mal weiter. Multum ille et terris jactatus, et, sehen wir voller Freude. Also sowohl als auch. Machen wir hier mal. Sowohl. Sowohl als auch. Wenn ihr hier jetzt einmal genauer hinschaut, ille jactatus. Ille, illa illot ist Nominativ Singular. Jactatus heißt von jactare, das Partizip Perfekt Passiv, geworfen. Also schreibe ich mal drunter, jener geworfen. Und dann steht Multum davor. Und Multum hat hier erstmal keinen Bezug. Vielleicht sagt jemand, ja, Superum könnte ja vielleicht sein. Und dann lassen wir das weg, wenn euch das unangenehm ist. Also jener geworfen, sowohl als auch. Dann gucken wir hier, wie Superum, oh, Grauenvoll gehört nicht zusammen. Seve, Memorem gehört nicht zusammen. Junonis, oh, ist schwierig. Ob Iram, wegen des Zorns. Ob Iram, ganz klar. Das kennen wir. Ob, wegen, mit dem Akkusativ, wegen des Zorns. Wegen des Zorns. Und dann gucken wir nochmal hin. Juno Junonis. Der Juno. Wegen des Zorns der Juno, der Göttin. Wegen des Zorns der Göttin. Ich schreibe mal Juno, ja. Juno, lassen wir da mal stehen. Gucken wir mal in die nächste Zeile. Multa quoque et
bello passus. Grauenvoll, ja. Multa, multa quoque et bello passus. Schwierig. Gut. Dum conderet. Ach, ich wollte die, die Verben wollte ich immer. Venit. Habe ich nicht unterstrichen. Ist ein Verb. Venit litora ist jetzt. Ich unterstreiche dann einfach die Verben als bekannt. Dann nehmen wir die gleich mit, sonst muss ich hier so viel. Dum conderet urbem. Das wissen wir. Condere heißt gründen. Gründen. Dum conderet urbem. Während er die Stadt gründete. Wissen wir. Also dumm während. Also während er die Stadt gründete. Das ist zwar ein, den Konjunktiv lassen wir weg, weil wir in einem Nebensatz sind, aber Konjunktiv Imperfekt, RE, dann nehmen wir das Imperfekt, müssen wir natürlich mitnehmen. Inferetque. Inferetque Deus Latio. Deus gehört bestimmt nicht zu Latio. Das sieht man hier. Das, also das sind nicht die latinischen Götter. Inferet müssen wir nachgucken. Inferet Deus Latio. Inferre hineintragen. Und er trug auch et inferet und er trug die Götter hinein. Latio. Nach Latium muss man einmal nachgucken, wo wir eigentlich auf die Frage, wohin trug er sie? Auf Akkusativ, ich gehe in die Kirche. Jetzt hätte ich mal gesagt, in Capellam. und er trug die Götter in Latio, in Latium hinein. Also gucken wir mal nach, ja? Klären wir ab und schreiben schon mal drunter. Und er brachte die Götter nach Latium. Und er brachte die Götter nach Latium. Latium. Woher das latinische Geschlecht? Die Väter der Stadt Alba Longa. Kein Verb, kein Verb. Und jetzt, das ist so ein Klassiker. Wenn ihr jetzt hier einmal hinguckt, dann seht ihr hier an den Endungen Alte, Mönia, Rome. Ja, das sind eben jetzt nicht die hohen Mauern von Rom, sondern es sind, klar, die Mauern des hohen Rom. Es ist kein Druckfehler und es ist eine tolle Sperrung, extra dafür gebaut, dass möglichst viele Schüler sie übersehen und möglichst viele Schüler einen Bezugsfehler bekommen. Aber ja, genau. Das Versmaß verlangt es. Kann man jetzt schön einmal überlegen, wenn man sich jetzt auf das Versmaß spezialisiert, könnte ich hier auch umstellen, Alte Rome Mönia, ob das hinkommt. Aber ihr seht schon, Mönia, sie ist dreisilbig, Rome ist zweisilbig, Alte, das passt schon vom Gefühl her nicht. Also, und die Mauern des hohen Roms. Ihr seht, Rom wird da groß gemacht und nicht die Mauern werden groß gemacht. Ja, das war im Prinzip so ein Schnelldurchgang mit allen Aufgaben. Und zwar von hier bis C schon. Ja, wir haben gelesen, wir haben die kolometrische Schreibweise nicht gewählt, wir haben auseinandergerückt, wir haben die Hilfen markiert, die leicht erkennbaren Verben waren leider nicht so zahlreich, wir haben keine Kongruenzen erkannt, die nicht zusammenstehen. Wir haben noch keine Vokabeln nachgeschlagen und auch nicht nochmal nach Kongruenzen gesucht. Das ist jetzt natürlich die Aufgabe beim zweiten Mal. Alle Vokabeln raussuchen. Fator profugus, wer kennt das schon? Troja kennen wir alle. Und dann natürlich die entsprechenden Endungen. Ab oris Troje, ja, ist nicht von den trojanischen Küsten, also gut. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ihr seht, wir haben schon viel geschafft und der Rest ist natürlich, wenn man so viel schon hat,
Locker, schaffen wir locker. Bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.